Willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Und damit ein herzlich willkommen zu der vielleicht alles entscheidenden Folge. Heute muss ein Dreier her. Zwei Spiele haben wir noch. 15 Punkte und wir brauchen 18 für den Aufstieg in Liga 1. Und ich hoffe, dass es gegen den hier gelingen wird. Wir schauen mal, was für ein Team uns erwartet. 4-8 Rating Gott. Italienischer Trainer. Aber ein Bundesliga-Team. Schade. Haben damit Reus und Schweini und Lahm und Boateng und Piszczek als Double. Also in beiden Teams. Aber insgesamt, uns ist eine Nuance stärker. Lewa ist sicher gefährlich. Gerade Kopfball stark. Dahingehend sicher noch ein bisschen gefährlicher als Aubameyang. Ist recht defensiv ausgerichtet. Wird heiß. Wird ein heißes Ding. Und ja, unentschieden bringt nichts. Das heißt, wir spielen auf 3 Punkte. Mache es natürlich nicht direkt auf offensiv, sondern lass uns mal das ausgeglichen zu Beginn. Und den fangen wir gleich mal mit Aubameyang ab. Den haben wir gerochen. Sollen wir gleich mal einen Pace-Sprint hinlegen. Aber Lahm unterbindet das Ganze. So, das wird spannend. Das sehe ich jetzt schon. Mal schauen, was wir mit Robben und Co. so auf die Beine gestellt bekommen. Ball auf Reus. Oh, schade. Von Rodriguez geblockt. Da hatte ich die Klebe schon aufgezogen. Und hä, wieso wieder Reus? Ach so, er hat ihn ja auch. Nein, Spaß beiseite. Mit Müller über den rechten Flügel dann nicht den Mega-Pace. Ich glaube, er hat 80. Das ist also wirklich überschaubar. Gut, und den haben wir mit Schweini hier. Oh, und Robben im Kopfballduell, dass er sogar gewinnt. Und Lahm ist hier hart am Bearbeiten, ne? Also da geht wirklich einiges. Der hat jetzt schon 2 gute Chancen unterbunden. Oder was heißt gute Chancen? Und jetzt müssen wir gleich direkt mal aufpassen. Während die ganze Zeit in meiner Hosentasche mein Handy vibriert. Aber ich werde jetzt nicht drangehen. Wer ruft hier denn an? Nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges. Sollte man das nächste Mal vielleicht hier ausmachen. So, und er hat jetzt hier, ja, die erste Großchance. Musste ich ja leider so eingestehen. Und schaut euch das an, wie kompakt das hier alles ist. Kaum eine Chance, irgendwie den Ball loszuwerden. Aber so hat es dann noch geklappt. Und wir haben hier Robben und Aubameyang. Aber ich sehe schon, mit Durchpacen wird das hier nichts. Also, hier muss kombiniert werden. Hat Benatia und Boateng in der Innenverteidigung. Also, hier wirklich schön. Zwei starke, schnelle, kopfballstarke Männer. Wird dann für Aubameyang kein leichtes. Aber da will er schon wieder starten. Dann ziehen wir mal raus, weil körperlich hat er gegen Boateng natürlich keine Chance. Und Schweini. Und Lahm im Nachschuss. Oh, schade. Aus die gute Chance. Auch für mich jetzt. In der 15. Minute. Ah, schade. Und es lief das Bällchen bis zu dem einen Pass ganz gut. Aber auch hier merkt man, das ist kein schlechter, gegen den ich spielen will. Auch der kann FIFA spielen. Ah gut, wenn man Liga 1 will, dann muss man natürlich auch solche Gegner besiegen können. Und unentschieden, wie schon vorher erwähnt, bringt mir hier wirklich nichts. Also, wenn es dann hart auf hart kommt gegen Ende, nehme ich im schlimmsten Fall auch eine Niederlage in Kauf und mache dann sehr offensiv oder vielleicht sogar die totale Offensive, um dann eben, wenn es dann noch unentschieden stehen sollte, mit Glück irgendwie das 1-0 zu machen. Oder was heißt Glück? Mit Können natürlich. Und er kommt jetzt hier. Über Reus und Piszczek trennt ihn vom Ball. Und das wäre abseits gewesen. Und gleich mal angeschlagen, der gute Marco. Oh, und Trixen. Oh, 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 wow, 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 wow. David, du Biest. Vielen Dank dafür. Ja, und er macht sie auch über die kurze Ecke. Dann aber gleich nach hinten. Nicht dein Ernst. Alter, was für ein schönes Ding. Schaut mal, er muss ganz rüber und man sieht hier eigentlich ein Stück, was nicht drüber ist. Naja. Also, jetzt verbessert mich, wenn ich falsch liege, aber im Normalfall heißt doch, wenn ein Tor gültig sein will, muss der Ball mit vollem Umfang hinter der Linie sein. Und das war er, wie man bei dieser Hawkeye-Technik gerade gesehen hat, nicht. Da war ein Stück noch draußen. Aber gut. Das ist halt FIFA. Und Lahm.
Ah, ne, nur aus zu langsam. Ah gut, ich stecke es noch nicht auf. Das wär ein Witz, nach 27 Minuten hier. Drehen wir das Ding halt. Alter, und ich hab das gesehen, ich glaube Passgenauigkeit war gerade 90% und 86%. Yo, und zwei Spieler rennen sich um, das ist natürlich auch immer geil. Lahm das Kopfballungeheuer. Und das war ein Foul vom Benatia. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Philipp Lahm. Schweinsteiger am Ball. So. Und ja, er hat echt die Aufstellung, auch wenn es ein 4-3-3 im Grundprinzip ist. Komm, Kevin. Oh Gott! Wäre kein schönes gewesen, aber wäre mir in dem Fall scheißegal gewesen, weil Tor Tor ist. Und Roulette geblockt, aber Nachschuss. Und wieder Ecke. Komm jetzt, 1-1. Riecht doch danach. Und hier muss Hummels rausziehen. Aber ist leider zu langsam. Lahm gegen Lahm. Schweini gegen Reus. Schön geblockt von Boateng. Und hier, Arjen Robben. Über den Flügel, Arjen Robben! Oh! Gott, die müssen halt sitzen. Mama mia. Wäre der wichtig gewesen. Jetzt zwei gute Chancen gehabt. Das war hier der typische Robben. Aber leider dann... Ach, kein Foul. Leider dann ein bisschen hoch angesetzt. Und den wieder nicht schnell machen. Am Ende schlänzte mir den auch noch rein. Ich gehe mal sicherheitshalber auf die Linie. Mit Schweini wieder den machen. Alter, das haben wir aber genug durchgewechselt hier. Und jetzt bin ich nicht... Boah, war nicht schlecht. Aber Neuer war am Start. Gutes, schnelles Passspiel. Und den machen wir rüber. Aber Arjen Robben bekommt ihn leider nicht. Aber Hummels holten sich wieder. Und Reus möchte starten. Komm, Marco. Marco. Ja! Ja! So dreckig, aber Tor ist Tor. 1-1 zur 45. Und back in the game. Puh. Ich wollte keinen Trickshot machen. Ich habe L2 gedrückt. Aber war in dem Fall vielleicht gar nicht schlecht. So. 1-1. Ja, aber er hat es auch gut gemacht. Ich wollte eigentlich vorbeikurven. Das ist ja, habt ihr mir auch irgendwann mal nahegelegt, dass das sinnvoll wäre und dass das gut klappt. Aber er hat den Keeper kurz raus, hat ihn dann wieder zurückkommen lassen. Also, ja, das ist ein guter Mann, gegen den ich hier spiele. Gar keine Frage. So, und Schweini holt sich den wieder. Und Ober, schaut euch Boateng an. Das ist ein Biest, der Jerome. Wahnsinn. Der blockt echt so gut wie alles weg. Aber Schweini ist hier auch zweite starke Balleroberung. Und der Pass war richtig scheiße. Von De Bruyne in dem Match eigentlich noch exakt niente gesehen. Weder in die Offensive noch in die Defensive. Und jetzt schauen wir mal Statistiken. Mehr Ballbesitz haben wir, Passgenauigkeit beide 85% und mehr Schüsse. Also dann ist das 1-1, würde ich sagen, schon verdient. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen noch eins. Dann hätten wir den Aufstieg. Wie nice wäre denn das? Liga 1. War ich schon mehrere FIFAs nicht mehr. Sonst habe ich einmal den Season-Modus gespielt. Da war ich das letzte Mal Liga 1 bei FIFA 12. Also ist schon ein bisschen her, als ich FIFA das letzte Mal so richtig gesuchtet habe. Aber jetzt eben durch die Streams und durch den YouTube-Kanal hier bin ich da doch wieder fleißiger Vielspieler. Und von Aubameyang haben wir bisher auch noch wenig gesehen. Also der war auch noch relativ unauffällig. So, und Neuer Richtung Robben. Robben haben wir auch noch wenig gesehen. Also... Da ist noch Potenzial da. So, jetzt läuft das Bällchen hier ganz gut. Sehr rustikal von Götze. Aber wir bleiben im Ballbesitz. Oh, schaut euch diese Bälle an. Wahnsinn. Dreieckspass mit Schweini, der eigentlich zart Richtung De Bruyne sollte. Aber nein, er macht hier den kränksten Pass in die Spitze, den man da überhaupt machen kann.
Also, was lernen wir daraus? In solchen Situationen keine 3x-Pässe mehr. Und Piszczek gegen seinen Mannschaftskameraden Marco Reus, der ihn gerade noch vom Ausrettet. Und jetzt leider an Piszczek auch vorbei ist. Und auch Lever, aber wunderbar geblockt von Jerome Boateng. Und mal schauen, ob er das gleiche Spiel wieder macht. Aber ich hoffe, diesmal klappt es nicht schon wieder. Nein, schön gehalten von Neuer. Und jetzt Tempo-Gegenstoß mit Robin, der hier merkwürdig gelaufen ist. Und so konnte ihn Schweini trotz Pace-Nachteil problemlos zurückholen. Apropos Schweini, hier ist meiner am Ball. Und Reus auf Schweini. Ah, das hat leider nicht ganz geklappt. Ja, und es läuft auch bei ihm der Ball schön. Leider, muss ich ja sagen. Und langer Ball auf Reus. Und diesmal Piszczek Sieger. Zusammen mit Hummels. Und ja, ich kann auch passen, mein Freund. Das zeigen die noch dann auch gleich mal. Schöner Doppelpass, aber da ist schon wieder Boateng an Aubameyang. Warum? Warum machst du diesen Ball dahin? Der sollte runter zu Reus. Der hätte mit Speed kommen können. Aber nein. Nein, er macht ihn... Oh, zu Schweini. Das gibt's doch echt nicht. Und da haben wir es. Aubameyang. Ja, aber gut. Also Boateng hat ihn sowas von im Griff. Wahnsinn. So. Und jetzt mal ein Fehlpass. Und ihr seht, ich bin heute in der Folge ein bisschen ruhiger, da ich mich echt mega konzentrieren muss. Das ist ein verdammt enges Match. Oh, schade. Mit Benatia abgefangen. Und langer Ball, aber Hummels ist am Start. Wunderbar. Oh, das wäre kein Abseits. Ah, forget it. Du kommst da nicht vorbei. Das sind einfach... Ich hatte ja selber auch Benatia lange Zeit mit Boateng zusammen, hab dann Hummels irgendwann rein. Warum eigentlich? Ich war, weil ich ihn langsamer machen wollte. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Aber ich bin mit ihm eigentlich recht zufrieden. Gut, kopfballstark ist er. Und ja, keine Ahnung. Vielleicht wegen dem grünen Link zu Piszczek, weil ich das ganz cool finde. Ich weiß, es ist nicht nötig, aber irgendwie... Dann ist auch nicht zu viel Bayern drin. Kann auch gut damit zu tun haben, dass ich sage, sonst ist langweilig, wenn ich hier gerade durch die Bräune anstatt Götze auch ja ein bisschen hier Bayern-Anteil rausgenommen. So, und jetzt haben die 76. Also jetzt müssen wir hier mal auf Offensiv machen. Wird dann zwar bitter, wenn es dann noch eine Niederlage gibt, aber ihr wisst ja, bringt in dem Fall nichts. Sehr stark von Neuer. Ich brauchte den Sieg. Unentschieden bringt mir hier gar nichts. Von daher. Abseits. Ah, der Klassiker. So, und ja, wir machen es sehr offensiv. Und knallen den mal ganz lang raus. Mal schauen, ob der dann. Ob den Reus dann erläuft. Ne, so lang war er dann doch nicht. Oh, und da wollte Robben eigentlich gerade starken. Und dann machen wir mal Druck. Auf Rodriguez und Kokage. Ja, weil wie gesagt, also ob es jetzt eine Niederlage oder ein Unentschieden gibt, macht keinen Unterschied. Ich habe danach dann immer noch ein Spiel, wo gewonnen werden muss. Von daher, ja, wir sind sehr offensiv und sind da ist sehr offen. Und fuck, Mann! Fuck you! Du Missgeburt! Ja, und Casino ist 2-1. Ach, leck mich doch! Vielleicht ein Ticken zu früh aufgemacht. Ihr habt ja gesehen, hinten war alles offen. Das kann man den totalen Angriff, das ist jetzt auch egal. Ist dann zwar schade für die Gesamtstatistik, aber die ist mir in dem Fall sowas von egal. Ach Mensch. Zwei Tore, ja, wird es dann doch ein bisschen arg schwer. Robben, Abseits. Also von Robben und Reus, Offensive echt, hat er gut aus dem Spiel genommen. Habe ich eigentlich so gut wie nichts gesehen. Schweini macht es hier einen auf Innenverteidiger.
Weil Hummels mit vorne ist. Apropos Hummels, hier haben wir ihn. Und das war wohl abseits. Ja, schade. Aber nochmal ein obligatorisches Tor zumindest. Schade. Knapp im Abseits. Und jetzt, komm. Oh, nee, schade. Fast gehabt mit Ober. Ach, so ein 2-2 fürs Ego wäre schon gut, wenn ich ehrlich bin. Weil ich würde auch behaupten, das war ein ausgeglichenes Spiel. Also, wir haben ja, wenn ich es mir schönrede, das Gegentor nur kassiert, weil ich auf sehr offensiv war. Weil da dann hinten alles wirklich sehr, sehr offen war. Von daher behaupte ich mal frech, hätte ich nicht sehr offensiv gemacht, sondern wäre auf ausgeglichen geblieben, dass es dann unentschieden ausgegangen wäre. Behaupte ich jetzt einfach mal. Nee, aber das nach langer Zeit mal wieder eine Niederlage. Ich hatte jetzt 4 Siege in Folge in Liga 2. Wurmt mich. Gar keine Frage. Und Boateng gegen Lever. Komm, jetzt noch einen. Gib uns noch einen, aber pfeife es eher ab. Komm, Ober. Irgendwie. So ein Lucky. Schade. Ah, kotzt mich das jetzt an. Schweine jubelt, die kleine Drecksau. Ah, tut das jetzt weh. Aber gut, eins haben wir noch. Eine Chance haben wir noch. Und auch da, wenn ich alle Balken brechen, werdet ihr dabei sein, dass ihr das entscheidende Match dann auch mitbekommt. Da wart ihr wirklich alle 10 Spiele in der Saison dabei. Und ja, jetzt gab es eben nochmal eine Niederlage. Schauen wir uns mal final noch die Statistiken an. Aber man merkt schon, das Niveau ist heftig. Also ich will mich hier nicht rühmen, aber das Niveau ist richtig knackig. Und jetzt schauen wir mal. 8-8 Schüsse, Ballbesitz. Ja, eigentlich waren wir sogar besser. Aber gut, das hat am Ende nichts gebracht. Das sehr offensiv hat es uns dann zerstört. Leider mal wieder eine Niederlage. Heißt also, es kommt auf das 10. Match an, ob Aufstieg oder Liga 2 halten. Eigentlich bin ich mit beiden zufrieden. Aber wenn man schon mal die Chance auf den Aufstieg hat, würde ich die natürlich gerne mitnehmen. Das war's zur heutigen Folge, Jungs. Ich hoffe, dass es euch trotz Niederlage gefallen hat. Ihr dürft gerne einen Daumen hoch da lassen. Auch ein Abo, solltet ihr es noch nicht gemacht haben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.